Wir kommen heute noch zu einer morgendlichen Folge von Warframe. Zwischendurch habe ich schon ein bisschen geübt und heute möchte ich mit euch zunächst den ersten Meisterschaftspunkt irgendwie erlangen. Mal gucken, was da genau dahinter ist. Und dann vor allen Dingen die Brücke zur Venus freischalten und dann mal schauen, ob sich dann dieser nächste Story-Abschnitt ganz normal spielen lässt oder ob da eventuell noch weitere Brücken freizuschalten sind, wie viele Planeten der umfasst. Und jetzt aber erstmal ins Spiel. Bin jetzt das vierte Mal eingeloggt. Das ist zumindest etwas, was ich sehr, sehr angenehm finde. Ein Spiel, das nicht dann diese Anmeldesachen resettet, sondern einfach sagt, na okay, wenn du halt zwischendurch keine Zeit hast, dann geht es halt sehr, sehr langsam weiter, wenn ich dann mich eigentlich 46 Mal täglich einloggen muss, um dann weiterzukommen, um da irgend so einen Meilenstein zu bekommen. Aber das ist eigentlich an der Stelle egal, weil das finde ich dann sehr, sehr angenehm, dass das nicht zurückgesetzt wird. Also mal gucken, was ich da bekomme. Okay, das ist wieder eher ein Item, was mich wieder dazu verleiten soll, dann natürlich Premium-Währung zu kaufen. Inzwischen habe ich mich auch ein bisschen weiter mit der Ausrüstung beschäftigt und habe dann auch mich mit dem Scanner befasst und dort auch schon die ersten Sachen dann freigeschaltet. Das heißt, also hier ist eben die Quest, die ich dann als nächstes anfangen möchte und eben dazu muss ich den Meisterschaftsrang 1 absolvieren. Das möchte ich dann heute auf jeden Fall erstmal ausprobieren, was das genau bedeutet. Und was das andere dann ist, mal schauen, also in Zetus, das war glaube ich schon, da habe ich nämlich schon ein bisschen geübt in der Open World Map Arena dort. Und ansonsten habe ich jetzt eben schon einige Nachforschungen angestellt, also Objekte kann ich scannen. Wie ihr seht, habe ich hier schon einige Objekte komplett gescannt. Das heißt, da habe ich so viele Scans gemacht, 12 von 12, dass der jetzt komplett erfasst ist. Allerdings, was mir das genau bringt, also bei den Objekten ist da zumindest jetzt nicht allzu viel zu sehen. Und mal gucken, das sind hier, ja, also bei den ganzen Objekten ist hier eigentlich jetzt nicht allzu viel dran gestanden. Bei der Droide-Information auch nicht. Interessanter ist das Ganze dann eher bei den Fraktionen, weil hier habe ich jetzt tatsächlich auch schon ein paar Soldaten dann so oft gescannt, dass mir, also immerhin, die brauchen 20 Scans, also das ist ganz schön aufwendig. Da ich nur 100 von diesen Scannern mitnehmen kann, ist es dann schwierig, das teilweise ganz schnell einfach zu absolvieren und man kann jeden einzelnen Soldaten auch nur einmal scannen, das heißt, man braucht auch 20 verschiedene Soldaten, um das zu erreichen. Und dafür bekommt man dann zumindest hier diese gesamten Informationen angezeigt, also das, was ich dort an Erweiterungskarten bekommen kann und natürlich hier, welche verwundbar oder welchen Stärken die Panzerung hat und das Fleisch. Aber soweit bin ich eh jetzt noch nicht eingestiegen, das irgendwie gezielt zu machen, dass der hier gegen, also ich nehme an, dass die Panzerung eben gegen Vergiften oder gegen ätzende Sachen halt sehr unempfindlich ist. Also gegen Feuer ist das Fleisch zumindest noch teilweise Resistenz, aber gegen harte Schläge dann schon nicht mehr. Aber mal gucken, wann das wirklich so wichtig wird, bei welchen ich das dann ja, genau beachten muss. Ja, was ich auch schon gescannt habe, eben in dieser Open World, in diesem Open World Bereich, solche Raumschiffe, auch für die bekomme ich dann entsprechende Informationen angezeigt. Wie schwierig das wird, die abzuschießen, keine Ahnung. Hier habe ich sogar 4 von 3 Scans, also da habe ich anscheinend einen mehr gemacht, als notwendig war. Da hat der dann noch nicht umgeschaltet, dass ich den offensichtlich schon ausreichend gescannt habe. Weil normalerweise wird es blockiert, dann kann ich gar kein Objekt mehr scannen, das ich schon erledigt habe. Und was ich auch noch dann ausprobieren will, was ich noch nicht genau weiß, wie das funktioniert, weil ich habe hier aktuell, das steht hier zumindest nicht, aber ich habe 2 von 3, also zumindest hier unten sieht man das, also ich habe 2-mal so ein Erdefragment scannen können in einem bestimmten Bereich und mal sehen, was genau dann, ob das wirklich tatsächlich einfach nur Bilder freischaltet oder ob das noch irgendeine Relevanz dann unten hat, ob der Text irgendwie weiterhilft oder einfach nur eben Story-Elemente, was auch immer da nachher dahinter steckt. Aber das Spannende ist auch noch, dass in dem Bereich, in der Area, wo ich dieses Fragment gescannt habe, dass es dort auch einen Bereich gab, wo ich einen Schrein aktivieren konnte. Allerdings brauchte ich dazu irgendeine Flüssigkeit, von der ich noch nicht genau weiß, was es sein soll und wo ich die herbekomme. So, bevor ich mich mit euch irgendwie auf diese Meisterschaftspunkte-Geschichte mache, noch einmal zu meiner Ausrüstung.
Also meine Excalibur und die Waffen sind schon, ich weiß nicht, ob es weit ist, auf jeden Fall zwischen Stufe 8 und Stufe 16 aufgelevelt. Ich selber bin halt immer noch Stufe 0, weil ich diese Meisterschaftsprüfung da noch nicht abgelegt habe. Was ich vor allen Dingen euch noch zeigen wollte, ist hier halt in meiner Ausrüstung. Also ich habe 100 Scanner dann normal dabei, mehr habe ich noch in Reserve, also ich habe schon einige mehr gekauft. Und was ich noch habe, ist eine Harpune und ein Werkzeug, um Erze zu ernten. Das habe ich schon einmal ausprobiert und hinbekommen, dort Erz aus einem Stein rauszuziehen, eben auch in der Open World Map. Die Lanze habe ich noch nicht einsetzen können. Mal schauen, wie das dann genau funktioniert. Gut, das Sprayen mache ich eh nicht. Und die Beobachterkamera habe ich mir jetzt auch für alle Fälle mal eingepackt, auch wenn ich sie noch nicht ausprobiert habe. Aber es scheint anscheinend Stellen zu geben, die vielleicht etwas schwierig zu erreichen sind. Da ist es sinnvoll, dann vielleicht vorher nachzuschauen, ob es überhaupt lohnt, sich das dorthin zu begeben. Und für die Verbesserung. Ich dachte immer, oder zumindest bin ich davon ausgegangen, dass die Verbesserungen nur in die Slots rein können, wo hier letztlich diese Symbole schon freigeschaltet sind. Dabei ist es aber gar keine Freischaltung, sondern ich kann es auch direkt in die Neutralen machen. Und da ist es auch recht sinnvoll, oder jetzt kann ich auch nachvollziehen, was damit gemeint ist. Das heißt, wenn diese Information, also wenn der Typ matcht, dann brauche ich nur die Hälfte der Punkte. Das heißt, die Karte, wenn die jetzt in hier einen passenden Slot kommen würde, würde sie nur einen Punkt beanspruchen. Also die Kapazität ist ja jetzt hier aktuell auf 14, weil ich schon Stufe 14 erreicht habe mit dem Excalibur. Und umgekehrt wäre es dann tatsächlich, wenn ich hier eine Karte reinstecke, die eben nicht matcht, dann bräuchte ich 4, um die Karte zu tragen. Aber so habe ich erstmal eigentlich diese 8 Plätze, die ich belegen kann. Und ansonsten kann ich auch Sachen hochleveln, was ich hier schon angefangen habe, womit zwar dann auch die Kapazität steigt, also die benötigte Kapazität, aber dafür natürlich eben auch der jeweilige Bonus. Und da steigt halt der Bonus zumindest schneller an als die Kapazitätskennzahlen. Aber es ist eben sinnvoll, das nur dann mitzuleveln, wenn auch die Kapazitäten für die Gerätschaften ausreichen. Weil sonst bringt es mir nichts, wenn ich dann plötzlich dieses Teil nicht mehr einsetzen kann. Aber das soweit erstmal noch. Ich habe immer noch bloß die Standardausrüstung, habe da noch nichts weiter gemacht. Und jetzt mal gucken, wo ich jetzt eigentlich hier diesen Meisterschaftsrang aktiviere. Weil ich weiß, dass ich davon gelesen habe, ob ich das direkt an der Brücke mache oder ob ich das noch woanders anstellen muss. Also die Voraussetzungen für die Brücke habe ich im Großen und Ganzen schon soweit erledigt. Also stehen alle abgehakt. Nachdem die ganzen Mods in der Warframe schon drin sind und ich auch welche aufgelevelt habe, hat das schon soweit gepasst. Und Eximus-Gegner habe ich dann eben anscheinend auch schon erwischt. Das sind so ein paar stärkere irgendwie gewesen. So, was ist hier jetzt aktuell los? Da sind wieder irgendwelche besonderen Missionen, die auch nur vorübergehend anscheinend aktiv sind. Und mobile Verteidigung Greina, das ist anscheinend das, was ich zumindest auch noch erreichen kann. Und hier ist die Venusbrücke. Das ist eben das, was ich als nächstes dann eigentlich machen soll. Das heißt, das kann ich dann auch über mein normales Menü aufrufen, also Meisterschaft erhöhen und ausprobieren, was ich da jetzt eigentlich genau erledigen muss. Du hast dich für den Meisterschaftsrangtest Nummer 1 qualifiziert, Bronze. Du kannst dich diesem nur einmal pro Tag stellen. Bist du bereit, um zu Initiant aufzusteigen? So, damit steigt dann auch dieses Limit für tägliches Ansehen, gelagerte Void-Spuren und ein Min-Mod-Kapazität. Na, dann mal auf. Mal sehen, wo ich dann hinversetzt werde und was tatsächlich die Prüfung ist, die ich bestehen soll. A Tenno must be a master of all their weapons. Prove yourself with your primary weapon. Okay. I believe you can handle more. Okay, das heißt, es scheint alles in so einer Art virtuellen Arena stattzufinden. Und ich habe eine gewisse Zeit, in der ich die Gegner erledigen muss. Und wahrscheinlich kann ich meine Waffen nicht wechseln, zumindest kann ich auch die anderen Sachen nicht aktivieren. Juckt,
Excellent. Continue. Okay. Die Frage ist natürlich auch, wie weit ich mich aus oder wie weit ich ausweichen darf. Weil ja, meine sekundäre Waffen darf ich nicht einsetzen. Kann ich eigentlich den Scanner verwenden? Sieht nicht so aus. Nee, Scanner kann ich nicht einschalten. Was macht er jetzt? A formidable performance. This test is now complete. Okay. Another job well executed. So, nachdem ich jetzt das abgeschlossen habe, mal gucken, ob da gleich die nächste bereitsteht. Nee, aktuell nicht. Mal sehen. Ah, okay, da oben ist dann die Anzeige, wie lange es dauert, bis ich das die nächste Prüfung machen darf. Silberner Initiant in 3324. Wenn das Bus die XP ist, dann sollte das relativ schnell funktionieren. Fangen wir erstmal mit der Brücke an und gucken mal, was dann dort jetzt zu erledigen ist. So, was ist die Mission? Genau, das ist also das Interface, wenn ich mit dem Scanner unterwegs bin und Sachen, die ich noch scannen kann, leuchten dann normalerweise gelb auf. Ist auch praktisch, um irgendwelche Feinde ausfindig zu machen. Schließe den Pfad zur Brücke ab und erfülle alle aufgelisteten Aufgaben. Okay, das habe ich ja schon gemacht. Und dann muss ich mich mit dem Phantom konfrontieren. Na, schauen wir mal. Okay, ein Scan erledigt. Okay, jetzt habe ich das erste Mal erst getroffen. Na gut, der Schild dürfte. Ja, jetzt hat es der Schild tatsächlich schon aufgeladen. Dann probiere ich mal in den Nahkampf zu wechseln. Ja, das ging auf jeden Fall schon mal schneller. Brücke aktivieren. Na, das war ja wenig. Okay, das ging ziemlich einfach. Und dann werde ich doch gleich mit der nächsten Missionskette starten. So, dort ist auch ein Riss, T1, von dem ich noch nicht genau weiß, was sie zu bedeuten haben. Da ist im Moment keiner, da ist noch ein Riss. Level 8 bis 10. Das heißt, es sind jetzt eben auf der Venus und auf der Erde ist jeweils ein Riss verfügbar, in den ich reingehen könnte. Dann gucke ich mir mit euch erstmal an, was denn so ein... Okay, wozu brauche ich dabei die Relikte? Relikt intakt. Du musst sowohl den Void-Riss in dieser Mission schließen, als auch eine erfolgreiche Extraktion durchführen, um deine Belohnung zu erhalten. Dies wird das Relikt verbrauchen. Mhm. Okay, das heißt... Naja, mehr als ausprobieren kann ich es auch nicht. Ja, dazu sind die ja offensichtlich dann gedacht. Weil dieses Relikt habe ich nämlich über eine von diesen Tagesboxen bekommen und habe eben auch noch keine Ahnung gehabt, was ich jetzt damit anstellen soll. Aber das erklärt zumindest diese Tagesbox-Inhalt, weil es ist dann ein Verbrauchsgegenstand.
Sammle 4 Energiekugeln. This is a mobile defense mission. You must deliver payloads and defend a number of locations while I break into the network. Okay. Be prepared for heavy resistance. Gut. I can't do this without you. Watch out, I'm detecting void fissures nearby. Do you have a matching relic? This will only get more difficult. Get to a terminal and prepare for enemy resistance. Also mal gucken, was ich hier jetzt schon sehen kann. Okay, noch nichts. Also machen wir uns mal auf den Weg. Was ist das? Datenträger aufheben. Okay. Gut, ist das Ding wahrscheinlich zum Einspeisen. Da sind schon die ersten. Also das ist jetzt eine Kiste. Die ist grün, weil ich sie schon ausreichend oft gescannt habe. Das Praktische ist, dass da letztlich das Ganze auch durch entsprechende Gegenstände oder irgendwas funktioniert. Genau, und das da unten sind Pflanzen. Die kann ich, wenn ich sie scanne, kann ich nämlich, oder beziehungsweise ich kann sie eigentlich nur durch Scannen extrahieren. Dann bekomme ich eben einen so einen Mondlicht-Dreschzapfen, von dem ich auch noch keine Ahnung habe, wozu ich die genau verwenden kann. Für irgendwelche Rezepte wahrscheinlich. Aber genau weiß ich es halt auch noch nicht. So, und da ist eine Rubedo-Formation, die ist aber eben auch schon vollständig gescannt. Und das Erkunden der Maps ist halt insofern dann auch sinnvoll, weil es halt anscheinend doch immer mal wieder versteckte Gebiete oder Bereiche gibt. So, da sind auf jeden Fall noch zwei Dinger, die ich einscannen kann. Den habe ich schon gescannt. Komm. Weil im Endeffekt der Scan kann nur funktionieren, wenn ich freies Blickfeld habe. Und selbst wenn da eben diese Pflanzen da drüber flackern, wird der Scanvorgang unterbrochen. You're near a fissure. Hutsreger! Subritzige Vögre! Ja, da muss ich natürlich rechtzeitig meine Waffe wieder umstellen, weil sonst wird dann nur der Scanner angezeigt. Wenn ich sie besiegt habe, kann ich sie leider nicht mehr scannen. Das wäre natürlich auch praktisch, wenn ich die Leichname noch scannen könnte, aber ist so nicht möglich. Das Lustige ist, dass sie sich auch gegenseitig bekämpfen. Das heißt, wenn die angegriffen werden, werden die im Moment von den Tieren angegriffen, nicht von mir. Und da ist auch das Nest dann, was ich auch zerstören kann, damit die dann nicht mehr weiter spawnen. Aber so einen Baum habe ich noch nicht vollständig gescannt. Das heißt, mal gucken, ob mir da noch irgendwelche Informationen angezeigt werden dann, wenn ich einen so einen Scan abgeschlossen habe. Wenn es mir gelingt, die versteckt zu scannen, dann kriege ich auch noch deutlich mehr Experience. Allein dafür, dass ich sie gescannt habe. Okay, den habe ich schon gescannt. Ah, da kommen, die kommen immer wieder da raus, okay. Okay, der greift jetzt mich an. Ja. Ist der Riss jetzt schon woanders hin? The reactant is working on your relic. Find more. Laufen auf jeden Fall eine ganze Menge von denen rum.
Ich sollte aufpassen, dass ich nicht ins Kreuzfeuer gerate. Aufpassen. Das sind die etwas stärkeren Gegner, die dann auch solche Flächenskills freisetzen können. Aber der sollte sich auf jeden Fall lohnen, den einmal zu scannen. Und durch den Schild kann ich vor allen Dingen, glaube ich, keine Fernwaffe einsetzen. Aber der Schild geht auch mit der Zeit wieder aus. Nur bloß ein paar Mal draufhalten. Okay, jetzt hat er wieder eingeschaltet. Da komme ich trotzdem durch. Sieht nicht so aus. Na komm, entlade ich. So, jetzt mal gucken, ob der da noch zu scannen ist. Na komm. Ja. Genau, und wenn der Scan eben nicht bemerkt wird, wieso auch immer, gibt es auf jeden Fall mehr Bonuspunkte oder mehr Experience. Gut, hier ist jetzt keiner weiter. Was denn? Korrumpierter Ureimer. Ui. Here is a terminal. Get me in and get ready to defend. Vielleicht sollte ich erstmal den Riss schließen, bevor ich da noch weitere Gegner auf den Plan rufe. Okay. Ja, komplett. Okay, bevor ich das anfange, gucke ich mir mal noch hier die Seitenwege an. Weil genau, das sind dann diese Stückchen, wo einfach nur ein paar, ja, in dem Fall Verstecke sind für irgendwelche Sachen. Aber es könnten auch größere Bereiche dort noch anschließen. Heads up, a Grineer assault team is headed your way. Was? Da muss ja noch einer neben mir sein, oder? Boah. Das ist aber keiner. Doch. Ui. Das ist, ja. Immerhin kann man sich mehrfach wiederbeleben, auch wenn es dann einen Großteil der Erfahrung kostet. So, erstmal hier ein bisschen Ruhe schaffen. Ah!
Ja, da merkt man auf jeden Fall, dass die Stufe 8 bis 10 dann doch schon noch was ausmacht. The enemies are dropping reactant. The relic has been cracked open. Finish your mission to find out what's inside. Okay. Das heißt, es ist jetzt schon injected automatisch. Auf jeden Fall finde ich den Scanner ziemlich praktisch, um genau solche Sachen rauszufinden. Ist auch noch ein Soldat. Das Einzige, was bei den Kisten ein bisschen blöd ist, dass die ja noch angezeigt werden, auch wenn sie schon geöffnet sind, weil da wäre es natürlich praktisch, wenn die dann nicht mehr angezeigt werden. Okay, dann endlich mal das erste Terminal aktiviert und mal gucken, wie viele dann da jetzt zusätzlich kommen. Benötigt Datenträger. Ja, ich habe doch schon drei Daten oder mehrere Datenträger eingesammelt. Das heißt, ich verliere den doch nicht, sobald ich den. Sobald ich die Waffen umschalte und ein Item benutze, verliere ich das Ding wieder. Na super. I'm an antenna. This will take a moment. Still working on it. Continue to defend. Greifen die jetzt tatsächlich an wegen dem Dings oder sind es einfach die aus dem Riss? Ah. Wenn ich so weitermache, sind wahrscheinlich meine Wiederbelebungssachen vorbei, bevor ich die Mission abgeschlossen habe. Also werde ich mich jetzt mal auf die Mission konzentrieren und die Scannen ein bisschen beiseite lassen. Das heißt, wenn ich die Mission abschließe, dann verliere ich wahrscheinlich auch das Relikt, das ich eingesetzt habe. Also wenn ich sie nicht abschließe. Ganz nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung. Mal gucken, wie lange das noch klappt. Da kommen schon wieder die Nächsten. Ich brauche doch bloß dieses Blöd. Oh. Okay, letzte Wiederbelebung. Also jetzt zügig zu den nächsten Datenpunkten. Und nicht so lange mit den Kämpfen aufgehalten. Okay, also gleich. I'm in, Tenno. This will take a moment. You are surrounded by near Marines. Ja, super. Train agit, kerhur hot, rest by what order. Boah, das ist ja ein Gemetzel. Also 10. Stufe 10 scheint mir echt noch deutlich überlegen zu sein. Still working on it. Continue to defend. Okay.
Okay. Genau. Oh, drei. Okay. Tja, nix mitbekommen, alles verloren. Ja, lag das jetzt tatsächlich an der Stufe 10 oder daran, dass das einen Riss drin hatte? Ah, okay, das Relikt ist zumindest nicht verloren. Na, immerhin. Also die Venusbrücke ist bereits offen. Was muss ich denn jetzt noch machen, um die Missionskette in Gang zu setzen? Also Quest Force Pass ist erreicht. Meisterschaftsrang 1 auch. Schließe einen Auftrag in Zetus ab. Sprich mit Konzus in Zetus. Okay, dann gehen wir also nochmal dahin. So, das ist letztlich auch das Gebiet, in dem ich die beiden Gerätschaften da schon bekommen habe. Weil die habe ich nämlich hier gegen Anerkennung erworben. Das ist der Typ, wo ich letztlich die Harpune bekommen habe. Eben gegen 500 Ansehen. The trick to doing the impossible is to get out there and bloody well do it. Genau, und der ist der Typ, der eben dieses Abbaugerät hat. Das heißt, ich kann da bestimmte Sachen dann aus Felsen extrahieren. I don't charge you for time. I can groom for aesthetics, stealth, visibility. Or to terrify. Show me the animal and I will advise. Guarantee results. Okay, also das sind eher kosmetische Elemente anscheinend, dass man bestimmte Oberflächen freischalten kann. Ah, Swazdola. Both the world and his wife are on Hawk's back this accursed day. How may he improve yours? So, hier gibt's Blaupausen. So you've just wasted my time, is what your face is telling me. Best prices and free advice, Sura. To me, you're a local. Und dafür kann ich für einzelne Farben dann Blaupausen herstellen. Okay, blaue Leuchtkugel. Okay. You'll find spirit jars at most of the bars. Der eigentlich relevante ist jedenfalls hier hinten, der nämlich auch die Missionen vergibt, dass ich dann dort hinten in das Gebiet aufbrechen kann, um irgendwas anzustellen. Got something. Heavy hitter like you needs a little snack, yeah? So, das eine sind im Endeffekt, dass ich hier im Aussehen aufsteigen kann. Allerdings brauche ich dazu bestimmte Gegenstände. Im Moment brauche ich eigentlich vor allem noch Nistelkapseln. Die anderen habe ich schon genug eingesammelt. Und im Moment ist mein Ansehen nur noch auf 400, weil ich eben schon zwei Geräte gekauft habe, womit ich da einiges wieder aufgebraucht habe. Aber jetzt dann zur nächsten Mission. Couldn't get anyone to take that on. Early lunch for Kanzu. New Grenier Bossman's been giving us no end of trouble. You're my go-to Tenno. Make him go away, yeah? So, das ist jetzt die Mission, die ich dann bekommen habe, oder? Ja, das ist jetzt immer der Übergang, bis dann die andere Seite tatsächlich geladen und hergestellt ist. Also, jetzt ist sie geladen. Naja, und jetzt soll ich wieder... Kanzu is right. The Grenier can never be allowed to live comfortably on the plains. Let's make this place as inhospitable as possible for them. Ja, also ich soll immer die anderen erledigen. Take out as many Grenier as you can. Und das ist wieder eben Eliminationsaufgabe. Ich glaube, es sind 25, die ich dann dort erledigen soll, sobald ich dort hinten angekommen bin. Mal gucken, ob ich irgendwo an Felsformationen vorbeikomme, wo ich dann gleich mit ein paar Extraktoren arbeiten kann. Oder überhaupt irgendwelche Gegenstände extrahieren kann. Sobald man die erste Mission erfolgreich abgeschlossen hat, poppen auch immer wieder dann neue Missionen auf. Aber das sind genau die Stellen, wo ich das Metall extrahieren kann. So, dazu brauche ich den Scanner. Also auch wieder das Metallding und muss dann irgendwie hier die Umrisse nachfahren. Keine Ahnung, wie exakt das sein muss. Reicht das? Reicht es nicht? Okay, es hat gereicht. Viermal Korpun. Oh, da ist das nächste Erz.
Okay, ich muss so lange fahren, bis der Balken oben voll ist. Sobald ich in den Kreis komme, beginnt dann auch der Timer mit der Mission. Weil ich glaube, 5 Minuten habe ich Zeit, um die fragliche Anzahl an Feinden zu killen. Genau. And take out as many as you can. Genau, also los geht's. Dabei muss ich aufpassen, wenn die dann mit ihren Kanonen, so wie diesen hier, wenn die dann aktiviert werden, dass ich da natürlich nicht mittendrin stehe. Wo ist denn da? Okay. Das sind die, die ziemlich gefährlich sind, weil die eben diesen Flächenschaden auslösen können. Frag mich, was mich schon wieder so stark getroffen hat, dass ich schon nur noch 21 Lebenspunkte habe. So, vor allem muss ich dann auch rechtzeitig schauen, dass ich auf die neuen Plätze komme. Weil nur dann ich auch genug Mobs finde, um das rechtzeitig abzuschließen. Almost feel sorry for him. Then I remember what's been done to us. And ich habe dann Neonima jetzt schon 20 Jahre abgeschlossen. Swazdul. Ja, die Sachen, die für mich noch interessant sind, gegenüber den Gegenständen, die einfach nur rumliegen, leuchten meistens noch in irgendeiner Form auf oder haben auch solche, so wie solche Halos, damit ich die noch möglichst dann mitnehme. Gut, dann erstmal zurück zum Eingang und mal gucken, ob das jetzt dann als abgeschlossen zählt oder ob ich sonst dort schon mehr hätte anfangen können. Ja, selbst die kleinen Tierchen kann ich scannen, wenn sie denn nicht weglaufen. Ich nehme an, dass ich da später dann auch diese komischen Flügel, die ich bauen kann, wofür mir allerdings noch die Rohstoffe fehlen, dann hier ein bisschen schneller durch die Gegend komme, als wenn ich nur alles zu Fuß zurücklegen muss. So, mal sehen, ob ich dann dort in deren Missionsfortschritt weiterkomme. Weil diese Probemission selber bietet eigentlich noch keine Syndikatansehen, soweit ich weiß. Mal gucken. Na doch, also 200 habe ich trotzdem dazu bekommen. Weil deswegen ist es natürlich lohnend, wenn man mehrere Missionen dort drin macht, wenn die dann nach und nach noch aufpoppen, dass man dann jeweils diese Erfahrung zusätzlich bekommt. Also dieses das Ansehen bei denen. Ah ja, das ist glaube ich dann jetzt der Beginn wahrscheinlich von der nächsten Missionskette. Look here, Tinno. Have you met Saya? Lives on the outskirts of Cetus. See? Here's the three of us. Me, Anko, and headstrong Saya. We were inseparable Utes. The two of them even got married. They were happy. Until he disappeared. That was 5 years ago. Saya never moved on. Never accepted it. And now I'm hearing Quill whispers. The Grenier found some trace of Anko. And just like old times, Sai is about to do something rash. Talk to her, eh? For Kanzu. Ayo, we have not spoken in a long time. Ah, sie hat Questen gefunden. Chat, no time to talk. There's word of my husband. I have to go. Antworten. Word travels fast. Konzu and I haven't spoken in 5 years. Not since his involvement in my husband's disappearance. And now he sends you. By the owner. Tell me what it means. I'll accept help if you bring Onko back to me. But miss a trick,
and I'll take care of business myself. Understood? Doga. All your mining needs catered for right here. What's 5 years? I know he's still out there. I can feel it. I've petitioned those damned quills for years. They seem to have knowledge of the future when it suits them. They're the ones who told me the Grenier have uncovered something that might be Onko's research. Why not just tell me where he is? Tenno, you have to find him. Das heißt, ich kann selber entscheiden, ob ich die Mission tatsächlich machen will, aber die Steuerkampagne wird trotzdem abgeschlossen. I'll signal you when you're out on the plains. As crazy as this sounds, you're looking for glass. They spend a lot of time with Onko. All right, Tenno. Be careful out here. Grenier numbers increase the further you venture from Cetus. Patching the Ostrons to your signal now. My Onko is alive. I know it. No one cared more for Cetus, for our people, than he did. He worked with the Quills, the Unum's closest servants, to decipher the secrets of the Sentient and the Glass Warrior who sacrificed herself to destroy it. If you search the camp, I know we'll find some sign of Onko. Ha, 3 Sekunden drei Gegner erledigt in 10 Sekunden und damit den Erfahrungsbonus bekommen. Ayo, this is it. This is where the Grenier found some of Onko's work. Has he been hiding here? My! Tenomagus and the greasy eels of Cetus working together! My tusk soldiers will gore you all the same! Heck, I should have known you'd be behind the Grenier incursions here. Who else would feed outmatched troops to an Eidolon if it might further their career? And I'd feed it a million more for a chance to wrap my metal claws around your sweet, putrid neck! Scanning the area. I'm getting strange readings from the cave at my waypoint. Smash that drill and go inside. Ah, I remember that cave. Onko and I used to shelter there. Rock slide sealed it off years ago. I hope he's not. Was, dass ihr ihn da eingesperrt habt, oder was? Was soll ich da jetzt machen, dass wir ihn kaputt machen? Okay. Das Ding verletzt mich. Super. Wo ist denn die? Die ist doch da oben immer noch drin. Ja. Onko? Einschlag. Onko! He should be here. Ich werde da jetzt erstmal reingehen dürfen, oder? Ein Datenwürfel. Nee, seine Truhe. By the Unum. Is that that coffer his? It bears Onko's mark. It must be important. If it's here and he is not. Oh, please, Onko. Oh, no. Saya. Kanung. I won't say a thing to him, Tenno. I'm guessing he didn't tell you he was with my Onko the day he disappeared. This coffer is strange.
I don't understand the locking mechanism. Tenno, return to your orbiter so we can get it open. So, dann kommt das Zeug dann jetzt in irgendeine Analyse-Einheit und dann werde ich wahrscheinlich feststellen, was ich als nächstes besorgen muss. Let's activate your codex system to examine this Ostron container. The lock seems damaged. We'll have to force it open. No, wait. Oh, Uncle was a genius, Utz. He's protected whatever is inside with the shutter lock. The key, molded from glass, has been broken. Forcing it would only destroy everything inside. We need to rebuild the glass. If he was dying, he would have wanted this found. But he locked it. Onko is alive. A new strategy then, Tenno. Sending codex scanners to your inbox. These will be essential in locating the Shatterlock pieces out there on the plains. Das heißt, ich muss jetzt die ganze Gegend für irgendwelche Splitter durchsuchen. Naja, dann mal zurück auf die Ebenen und die Splitterschlossteile gesucht. Verwende die erste Fähigkeit 5-mal. Sire, Chronometer, let me help. I was there. I might be able to. Oh, you were there all right, Konzu. You both went out on the plains that day. But only you returned. You expect me to believe this had nothing to do with what happened in our early summers? When I rejected your iron flower? Your proposal? Iron flower? I can't hear this. You know I had nothing to do with his... I miss him too, Sire. So, mal gucken. Im Moment sieht's noch alles ziemlich ruhig aus. Equip your codex scanner and search the area for the glass shards we need. Das ist ja nicht das Glasschad, aber das kann ich gleich mitscannen. Habe ja genug zusätzliche mitgenommen. Die Frage ist jetzt natürlich, okay, ja, wie genau das dann angezeigt wird. Excellent, Tenno. There should be more in this area. Ist da noch ein Erz drin? Ja. Oh, verdammt. Da kriege ich den Bogen nicht gemacht. Naja, trotzdem 5 Stück gekriegt. Da ist noch was. Okay, 2 Glasscherben soll ich noch finden. Da hinten dürfte eine sein. Ah ja. Da liegt sie. You found another shard. Keep looking. Hey, da sind Vögel. Wenn ich sie erledige, dann kriege ich auch noch ein paar Federn zusammen. Naja, einen habe ich erwischt. Mal gucken, wie viele Federn er da gelassen hat. Wahrscheinlich eine. Nee, 2 Concorde-Flügel. So, aber die letzte Glasscherbe fehlt noch. Ha, da ist sie. Muss sie nur noch finden.
Ist die hier drin? Ah, das ist ja nett. That's it. There's no more shards here. Spread out! Crawl if you have to! I need more glass! It is the key to a power I've never seen! The power to kill! Das Ding ist schon besetzt. Das kann ja echt nicht wahr sein. Na komm, Grenier Air Support incoming! Look what we have here! More fertilizer for our Grenier gardens! Your worm-bloated corpse will blend nicely with the excrement on my crops! I can't extract you until you've dealt with those reinforcements. Come, Grofer! We have everything we came for. Get to extraction. Okay, also ich muss jetzt nicht mehr alle erledigen, sondern kann verschwinden. Da kommt schon mein Schiff. Okay. So, dann muss ich jetzt noch irgendwas anstellen, damit die wieder zusammengebracht werden. What was Vahek talking about back there? What power is he after? Anko, he found the remains of the Unum's champion, a woman of glass. He studied her, obsessed about her ancient secrets. The Quirrells of Cetus swore us to secrecy, and the secret held until the Grenier captured one. Can't imagine what they did to get one of them to talk, but Vahek's been after that relic ever since. Ayo, this Vahek. Could he have taken Onko prisoner too? Do you think he'd make a trade? This coffer for my Onko? No. No. That would go against everything Onko believed in. The sanctity of our people's home, of Cetus. Tenno, you need to find the remaining shards. I've tracked some off-world shipments to a galleon in orbit. Heck, may be guarding any key shards he's found up there. Something's wrong. My scans are being blocked. I can't detect any shards. What does that mean? This galleon is huge. Think. Anko would have known what to do. Each fragment responds to a unique harmonic. We discovered that during my initial work on Cetus' transceiver system. It's too bad we can't walk a wideband harmonic through the ship. Who says we can't? I'll perform a broad frequency sweep. Saya, that worked! Onko wasn't the only one with a sharp mind. We are elevated by your work and his. Your marriage was a boon to Cetus. It wasn't always easy. Cetus came first. Always. Things were missed. Special days. Anniversaries. But it was a duty and a privilege. Is it my birth interval? Such a gift!
But I have a surprise for you, you greasy metal maggot! Na super. Woher weiß der denn, dass ich schon da bin? Da ist oben eine von den Scherben. Ah, die waren im Container drin. Ach nee, das ist was anderes. Ein Ayatan-Stern. Ich bin ja mal gespannt, wann ich tatsächlich mein erstes Haustier bekomme, weil die Haustiere können ja anscheinend auch diese geschlossenen Splinter mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit aufbrechen. Aber mal sehen, wie das dann geht. Ah, der hat mich schon gesehen. Okay, reicht es schon, dass es zurückgesetzt wird? Schlecht. Ah, da ist was. Ist das die nächste Scherbe? Ein Cephalon-Fragment. Jetzt habe ich die Erde abgeschlossen. Naja, eigentlich will ich ja bloß die Gegend erforschen, weil ich bisher herausgefunden habe, dass an so ein paar Secret-Stellen sind, aber natürlich weiß ich nicht, ob die in jedem Level vorhanden sind. Auf jeden Fall ist es ziemlich lustig, dann noch hoffentlich einige, das eine oder andere Geheimnis irgendwo zu entdecken. Aber ja, wenn das dann zu lange dauert, dann wird es nervig. Das ist auch schon wieder eine. Du, Gregor. Surprise, surprise! A gleaming maggot sprung into my ship. Oh, jetzt krieg ich das hier, Billy. Let's see you slip out of this one! What? You pathetic meat piles! Oh, ich bin vergiftet. Can't you stop one puny maggot from squirming away? Was steht denn da unter dem Ding? Also, dann jetzt endlich hoffentlich zu dieser Glasscherbe. Tenno, we've recovered all of the shards they had discovered. Get to extraction. Da gibt's nichts mehr. Gut, raus hier. Spannungsspule. Aber nichts Neues dabei. Und jetzt setze ich das Ding von alleine zusammen. There's only one piece left. Hex digging in the central plains. I recall Onko finding a few interesting artifacts in the region of... That crater lake where we used to fish!
That place where Uncle's catch got eaten on the line by a... That massive hookta. And we had to haul him out. We spent the whole day drying his notebooks. That was a good day. I think I know where we should look. Doha, Doha. While it is dark, the Grenier won't be there. Okay, also wieder im Dunkeln rein. So, was gibt's denn jetzt Neues? Die ist ja zumindest auch ausreichend gescannt. Allerdings außer, dass ich die Informationen bekomme. Ich weiß nicht, ob ich auch direkt irgendwelche Vorteile im Kampf gegen die habe. Außer, dass ich dann weiß, was ich einsetzen muss. So, aber die Fragmente, da war da jetzt das erste komplett. Oh. Der Glaskrieger. Da muss ich wieder dahin. Also wieder in dem offenen Gelände. Ein Kampf, nachdem ich wahrscheinlich diese komische Scherbe gefunden habe. Das war wieder die vierte Frage. I'll never know what happened to him. I don't even want to open that box now. It won't change a thing. I wouldn't blame you if you turned back. No. I need to know. Evacuation flights have been rescinded. You'll stay out here all night, if that's what it takes. Find that piece before an Eidolon finds you! Krunometa, the Eidolons are all that remains of the great sentient destroyed here. At night, its spirit rises and haunts. A mindless beast trying to rebuild itself. Watch out. If you see one, don't fight it. You can only run. So, aber irgendwas passiert schon. Tenno, take cover. Your warframe is no match for that thing. Kuma, it's beautiful. It's so beautiful. Kill it! The beast is drawn to the Grenier. Can you get to the excavation site? It has to be. Tja, muss ich das ja irgendwie schaffen zu umlaufen. Ah, da unten soll ich rein. Okay. 3 von 12. Erz. Erz muss ich mitnehmen. Also dann die letzte Glasscherbe. You have it, Uncle's final piece to the Shatterlock. There's another way out of that cave, away from the Terrorist. Yeah. Tenno, I'm having Ordis pull you out. Get to the extraction point. You think it would be that easy? Tusks! My tusks! New orders! Ignore the monster! Stop that Tenno maggot! Ah, schon geht's weg. So, war's das jetzt dann? Weil ich denke mal, ich muss ihn doch bestimmt noch befreien, oder? Konzo, you should know. You were the best friend he ever had.
I'm ready. Open the box. Sire, you kept my flower. Oh, uncle. You always told me I should try following my heart instead of my head. Shola, I guess it's time I did. Tja, das ist alles? Using Saya's idea, I pulsed Onko's glass paper covered with a frequency sweep. It took some time to decode the harmonics in the signal, but there was something there. A blueprint for Gera, the one they called the Glass Warrior. This is what Onko was protecting. Resurrect Gera, that she might protect Cetus once more. So, dann mal schauen, was es mit der Blaupause überhaupt auf sich hat. 25.000. Da fehlt mir immer noch Fischel und Iradit, um die Arcwings zusammenzubauen. Ah, das Ding da unten. Ah, und ich kann ihn sogar bauen. Naja, dann kann ich das auf jeden Fall schon mal anstoßen. In 24 Stunden. Ich weiß ja nicht, ob man das noch beschleunigen kann. Ja, wahrscheinlich gegen Echtgeld gehe ich mal von aus. Aber dann kann ich ja, wenn ich das nächste Mal reinschaue, dann bestimmt das Ding abholen. Und dann mal ausprobieren, was der so alles an Aufgaben übernimmt. Okay, ich werde erstmal Pause machen. Und dann euch auch noch viel Spaß. Ja, mit Warframe. Und bis zum nächsten Mal. Spätestens dann bis zum nächsten Missionsblock. Und zwischenzeitlich werde ich dann noch ein bisschen üben und grinden, irgendwelche Krimskrams einzusammeln. Also, bis zum nächsten Mal und vielen Dank beim Begleiten. Tschüss!